Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Mein heutiges Thema dreht sich um Psycherkrankungen, aber auch um Menschen mit Behinderung. Am Donnerstag bin ich von Lübeck am Hauptbahnhof Richtung Koblenz gefahren. In Mainz musste ich umsteigen. Ja, wie es auch mal war, ich dachte, bis jetzt habe ich immer den Anschlusszug in Mainz gekriegt. Diesmal nicht, auch wenn es noch 5 Minuten ist, ging es jetzt immer gut. Am Donnerstag leider nicht. Der Regionalexpress 4 nach Mainz hatte 11 Minuten Verspätung. Am Ende waren es fast 20 Minuten. Natürlich, ich wieder innerlich aufgewühlt. Ja, und dachte mir, okay, habe ja die App. Ja, ich habe ja die App drin. Und ja, wie es halt so ist. Dachte mir, okay, ich habe noch 4 Stunden Zeit. Dann waren es auf einmal nicht mehr Viertelstunde, sondern nur noch 5 Minuten. Von Gleis 4 auf Gleis 2. Komme auf Gleis 2 schon an. Schweißgebadet im Gesicht. Und dann steht auf einmal, Zug fährt heute ab auf Gleis 11. Ich war fertig. In den Fahrstuhl gerannt und voller Wut in die Fahrstuhlseite getreten. Gut, dass ich mir den Fuß gebrochen habe oder verstaucht oder sonst was. Ich stand Gleis 11 raus, dachte, den kriege ich nicht mehr. Vor mir ist einer gerannt, dachte mir, lauf auch schneller mit dem Koffer. Und es ist ja nicht einfach. Ja? Der Zug hat gehalten, Gott sei Dank hat er noch 8 Minuten gewartet. Das war Glück. Ja, das war echt Glück. Ja, ich war da fertig. War da echt fertig. Und sag ja, ey, wie soll das denn ein Mensch mit Behinderung machen, der im Rollstuhl sitzt, der blind ist, der hochgradig sehbehindert ist? Wie soll es denn ein Mensch mit Behinderung machen? Ja? Das ist ja Gleis 11, ist ja nicht auf einer Ebene in Mainz. Weil erstmal Fahrstuhl runter oder Rolltreppe runter, dann wieder so rum, außen rum. Wie soll es denn ein Mensch mit Behinderung machen? Aber ich war dann richtig fix und alle, ja. Es ist nicht einfach, ja. Und für viele Menschen mit Psycherkrankungen, die Panikattacken haben, die Ängste haben, ja, ist das ja verdammt schwer damit umzugehen, ja, und man hört sich immer, ach, stell dich nicht so an, du fährst auch Bus, Straßenbahn, ja, wenn das auch immer verwehrt, ja, viele Menschen haben Angst vor so vielen Massen, ob es im Zug ist, ob es in Straßenbahn ist, ob es im Bus ist, ja, das ist nicht so einfach, ja, und man hört sich so viel an manchmal. Ach, Leute von früher, ach, du warst früher doch nicht so. Oder geh zum Arzt. Man muss nicht sein wie früher. Ja? Und ob es Menschen mit Behinderung ist oder Menschen mit Depressionen. Wir haben uns das nicht selbst rausgesucht. Nein, wir haben uns das nicht selbst rausgesucht. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Und es reicht bei Menschen mit Depressionen. Für mich, ich habe es geschafft. Ich bin mit Zug gefahren, ja. Ich werde auch morgen wieder mit Zug nach Hause fahren. Aber es ist nicht, manchmal ist es verdammt schwer. Gleich weiß, wie alles fährt. Ja? Aber wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das reingeplant habe, werde ich nervös, werde es mir elend, da kriege ich ein Schweißgesicht. Ja? Und das ist das. Und wenn noch jemand dann sehr schwer behindert ist und denkt, ah, das klappt ja gleich gegenüber, oder ach, ich habe da noch 15, 20 Minuten Zeit, und dann sind es nur noch 3 oder was oder 4. Und dann noch ein anderer Gleis, ganz, ganz weit unten. Deshalb sage ich, also, das heißt, ja, für Menschen, die auf öffentlichen Nahverkehr, Bahn, Bus, Straßenbahn, U-Bahn und so weiter angewiesen sind, die haben meistens, die deutsch gesagt, die Arschkarte. Ja, das ist so. Ah ja, du hast doch Zeit. Man muss immer Zeit haben. Vielleicht habe ich da auch dort Termine. Ja, ja, und Menschen mit Depressionen haben es dann auch nicht leicht. Die trauen sich das auch nicht. Trotz Medikamente. Und das ist nicht einfach. Es ist verdammt schwer. So, ich hoffe, ich konnte das Thema wieder nachbringen. Ich sage euch mal, bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Und ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Sascha Gerhard Show, Videoblogging mit Depressionen. Natürlich auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite. Sascha Gerhard Show, Videoblogger mit Handicap und mit Depressionen.
Und natürlich auch auf Instagram, Sascha Gerhardt Show, Strich nach unten, offiziell. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten, abonniert meine Kanäle. Ja, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich sage jetzt mal, bis nächste Woche. Und Entschuldigung für die vielleicht nicht so gute Lichtqualität heute. Und leider ist mein Mikrofon kaputt gegangen, weil das war schon das zweite Video. Habe ich vorhin erst gehört und ich musste dann doch nochmal ein Video für euch aufnehmen und machen. Also, bis nächste Woche zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.